Ja, hallo und herzlich willkommen zur Game of Thrones Studio Tour. Wir sind gerade hier vorne eingeleitet worden mit einem kleinen Filmchen mit Szenen noch aus der Serie. Und werden uns jetzt heute mal ein paar Requisiten angucken. Hier wurde irgendwie 70% von der Serie in Irland gedreht und 30% hier in den Studios, wo wir uns heute 70. befinden. Und extra nur nachgefahren, 70% in Irland? Ist ganz schön kalt. Davon 30 hier. Und wir gucken uns jetzt einige Requisiten an. Hier sind jetzt viel. Ja, also hier ist echt viel. Einige von den, wie heißen die nochmal? Waldmenschen? Nee, das sind die Waldwalker. Was ich von schon direkt richtig. Das hat man nie gesehen. Also ich habe es zumindest nie gesehen in der Dingens, dass sie halt diese Miesmuscheln auch tragen und so weiter. Das sind halt alles echte Miesmuscheln. Das hat man nie, also ich habe es zumindest nie erkannt, als ich halt in der Serie geguckt habe, in meinem 1080p bei Sky. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, Wildlinge, guck mal, da sind die Wildlinge. Auch mit den ganzen Knochen an den Requisiten, ja. Jetzt kann man sich das mal im Detail angucken. Guck mal, das ist doch hier von John seiner Freundin. Wie hieß denn die nochmal? Was? Wie hieß denn John seine Freundin nochmal? Ygritte. Ygritte. Das müsste doch ihr Kostüm sein, oder? Und dann müsste... Ja, guck mal, da steht doch sogar dran. Ja, guck mal, Alter. Sebastian ist ein Profi, hat Ygritte direkt erkannt. Das ist echt klein. Hier. Da ist er ja. So, hier sehen wir den Plot-Twist. Ja. Wie groß der ist. 7 Staffeln gab es Game of Thrones und am Ende schafft der Dude nicht mal die erste Stadt einzunehmen, möchte ich nur mal kurz sagen. Martin? Ja? Kann ich dir einen absoluten Fan-Favorite zeigen? Ja, klar. Ja, das ist Wun-Wun. Ja. Wun-Wun. Wun-Wun? Wun-Wun. Wie heißt der? Wun-Wun? Er ist Wun-Wun. Das ist ein absoluter Fan-Favorite. Ja, okay. Weil er richtig krass ist. You've seen it wrong. Bram, was ist dein erster Gedanke, wenn du so einen Riesen siehst? Ganz ehrlich, ich würde mir am liebsten die Hand geben. Um das Feeling zu haben. Ja, nicht wirklich. Ich will wissen, was für feste Händedruck der hat. Ich glaube, der hat plus 3 auf Stärke. Alter. Hold the door. Perfekt nachgespielt von mir. Danke, nehme ich den Oscar sofort. Viele, die nicht wissen, Game of Thrones, Nerdkultur hat da ein ziemlich cooles Video darüber gemacht. Die Karte von Westeros basiert lose auf Großbritannien, sagt man. Und die ganze Geschichte basiert auf den Rosenkriegen, die auch in Großbritannien also halt mal waren. Das ist ein echter Konflikt gewesen, den es mal gab. Und das heißt, George R. R. Martin hat sich davon beeinflussen und inspirieren lassen. Das heißt, nicht geklaut, aber so ein paar Elemente sind davon genommen worden. Aber nicht nur, sondern auch. Das ist wichtig. Ja? Das ist keine Nachbildung, sondern auch davon inspiriert worden. Sagst du, wie das ist, ja? Also dieser Raum, du kommst hier rein, ich habe die ganze Gänsehaut, also es liegt nicht nur in der Musikuntermalung, aber wenn wir ganz kurz da vorne in den Ende vom Raum gehen, die haben selbst jede Kleinigkeit in Lautsprecher mit Sounds aus hinterher. Du hörst das Knacken vom Kamin, du hörst, da haben wir keine Filmszene, da weiß ich jetzt nicht ganz, ob wir die zeigen dürfen, da hängt Metall an der Geräusche und ähnliches. Dieser Raum hier, obwohl der, wo sind wir denn, die Set ist, wir sind in der Main Hall von Winterfell. Würde ich auch sagen. Main Hall von Winterfell. Ich weiß, bin nicht ganz sicher, ob die Main Hall heißt, aber das ist auf jeden Fall das, wo immer diese Aktionen stattfinden. Würdest du sagen, die Starks sind so die, für die man am ehesten mitfiebert? So habe ich es zumindest gemacht. Ich war immer für die Charaktere. Starks. Also ich war weniger für die Familie, ich war mehr für Charaktere. Ja, okay. Aber hier ist schon Historie drin. Und das fühlt sich so an, als würde man tatsächlich hier gerade drin. Ey, die leben. Du lebst das. Also ich sag's gerade schon, wenn du mal vorstellst,
hier haben dann auch noch alle die Klamotten wirklich an und stehen hier und irgendwer schreit Action. Und dann schreit irgendwer schnell den Starbucks. Geht in den Norden, geht in den Norden. Und du so, Alter, das ist jetzt wirklich mein König, den würde ich sofort. Aber irgendwer muss den Starbucks-Becher wegfahren. Ja. Also, dass der hier nicht steht, finde ich schade, oder? Da vorne drauf stand der theoretisch, ja, oder? Auf diesem Tisch. So, wenn man einfach, also ich muss sagen, atmosphärisch gesehen, wir haben so ein paar von diesen Räumen komplett nachgemacht und der hier ist einfach krank. Also wirklich, wenn man Game of Thrones Fan ist, trotz, also allen Schwächen zum Trotz, die es vielleicht gab oder allen Stärken, das hier ist einfach krass, finde ich, von der Atmosphäre her. Und hier stehen auch die einzelnen Figuren mit den jeweiligen, also mit den jeweiligen Kostümen, so halt Theon Greyjoy und da hast du Sam. Ich finde es Sansa krass. Und Jon, wie sie hier alle stehen so. Frei. Ich finde es krass. Ich dachte immer, Jon Snow wäre größer, aber der ist ja genauso ein Lappen wie ich. Was ist denn da los? Also. Hallo, Größe hat nichts zu bedeuten. Das stimmt. Ist egal, Größe. Stimmt, die Technik kommt. Nee, war mega cool. Das sieht schon ein bisschen lustig aus. Vielleicht ich bin ein bisschen klein. Ich bin Brienne of Tarth. Und so funktioniert Motion Capturing, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht. Ja, du hast halt keine. Mega geil, Marlin. Hast du den Drachenkopf da vorne schon gesehen? Mhm. Wo die tausendmal dran vorbeilaufen unten im Keller, weil da halt so ein riesen Drachenkopf liegt. Ja, das ist er. Mega. Aber ich glaube, da hätte ich auch Schiss vor, wenn ich jetzt so mal die Proportionen und die Ausmaße sehe. Wenn der vor mir stehen würde, da würde ich mich richtig hart einscheißen, glaube ich. Wow. Okay, hier kann man auch mal sehen, wie Motion Capturing wirklich in der Theorie funktioniert. Früher war das alles noch ein bisschen anders. Heutzutage muss man nicht mal mehr unbedingt irgendeinen bestimmten Anzug mit diesem Pünktchen drauf anziehen, sondern du erkennst schon direkt die Entwicklung und dann hast du diesen Skeletal Frame und ein Dude ist einfach so wie Gollum. Ah, du machst alles kaputt, Junge. Ein Dude ist wie so Gollum, dann früher war das halt noch ein bisschen komplizierter. Und dann machst du da einfach in der Post die Sachen drauf, Layer für Layer für Layer. Und dann ist irgendwann halt CGI da. Aber besser sind immer noch die echten Effekte, muss man sagen. Also werden Zepp im Hintergrund schon updaten. Okay. Oh, ich krieg das nicht ab. Ich kann es nicht lösen. Ich kann es nicht lösen von meinem Kopf. Scheiße. Tja. Muss ich damit nachgucken an. Bin gerettet. Das passiert, wenn ihr falsche Entscheidungen in eurem Leben trifft, liebe Kinder. Wie geil ist das?
Okay. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Peter, jetzt bist du dran. In der Halle der Gesichter, wir kennen das alle natürlich aus der Serie. Ach du Scheiße, ey. 3, 2, 1. Das ist nicht der Faceless Man. Ich habe ihn mal in seinem Hotelzimmer aus Versehen gesnackt. Dem Schauspieler von The Faceless Man. Oh. Das war beim Filmball. Und dann haben die uns einfach das Hotelzimmer von dem gegeben. Und da hatten wir noch so ein Willkommensschreiben. Und dann haben wir dann aufgemacht und da stand lieber Name von dem Schauspieler, hab ich gerade wieder vergessen. Ja, lieber Faceless Man. Schön, dass Sie hier unser Hotel besuchen. Hier am Bayerischen Hof. Und dann habe ich den abends an der Party getroffen und habe gesagt, hey, ich habe dein Hotelzimmer gesnackt. Und er hat gelacht. War lustig. Das finde ich persönlich hier gerade ziemlich nice, weil hier die einzelnen Waffen, die benutzt wurden in der Show, ausgestellt sind. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil das Hintergrundbild nicht passt. Weil da haben wir zum Beispiel den Hammer von Gendry, der ewig gerudert ist, wie wir alle wissen, die Memes zu Game of Thrones kennen. Aber im Hintergrund sehen wir den nicht Gendry. Was? Das ist der Hound. Hound, ja. Ja, genau. So, das heißt jetzt ein bisschen verwirrend. Aber wir sehen hier Stich. Oder Needle. Moment, Stich ist weit. Ja, es ist nicht Needle auf Englisch. Das heißt, Stich? Nadel. Das ist Stich nicht. Nein, Stich ist nichts anderes. Nein, nein, nein. Ich habe mich nur versprochen, das ist Needle. AKA Nadel. Die drei Mädchen, also Jake, Peter und Sebastian, werden sich jetzt hier battlen. Bam, 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 bam! Ja, gib mal Gas, Peter. Okay. Ja? Alter, der ist schon 8, 19, 21. Hey, schon, wie macht der das an? Er ist früher angefangen als wir. Nee. Doch, doch, nicht regelkonform. Nee, ja, aber egal, wir haben die gleiche Länge. Oh, so. Der ist tot, 37. Oh, als gerade so meine These. Ah, ich bin angegriffen! Oh. Oh, da ist eine Menge. Guck mal, ich hab schon 47, Sepp, Jay ist voll der Lack. Meiner geht voll ab. Guck mal, ich sterbe einfach weiter bei dir. Alter. Oh, da ist er. Ich bin tot. Ich hatte 69. Alter, ich hatte 69. Peter. Nice. Warum ist das denn nice? Ey, das hat es ja voll schwer geworden. Als sie... Hattest du mich aber drauf? Aber hast du das? Hattest du mich drauf? Aber er ist! Ich hab Sepp den ganzen Bogen festgehalten. Alter! Das ist voll schwer! Ich dachte, das wird schwerer, je mehr man angegriffen wird! Ja, das ist Scheiße, du hast du nicht drauf! Ich kann auch sagen, ich hab das drauf. Nice. Ja, okay. Hier auch eines der cooleren Sets, glaube ich, weil wir sind hier jetzt in King's Landing angekommen, beziehungsweise bei der Lannister-Familie. Hier auf der linken Seite haben wir den Innenhof, wo, glaube ich, auch die Szene passiert ist mit Chaos is a Ladder. Aber irgendwas muss doch hier gewählt sein mit dem Boden. Ist nicht irgendwas passiert? Also die haben uns doch gesagt, der Boden, der Boden heißt doch normalerweise, dass hier mal ein Set war, aber jetzt ist halt nur die Frage, welches. Kann ich sagen. Also ob die da... Bram hat recherchiert. Jetzt willst du nicht mehr? Jetzt werden jetzt alle dumm sterben. Ja? 69, 69, nein, ist okay. Das Set stand ursprünglich in Belfast und ist das Originalset. Ist nur hier rüber transferiert worden, weil das nicht da stehen bleiben konnte. Warum? Warum weiß ich aber nicht. Und dieses Set ist auch das Originalset, stand aber auch ursprünglich nicht hier. Also ist alles original. Aber sagst du doch den Boden oder so, weil den verlegen ja nicht mal eben neu, oder? Ich kann dir sagen, warum. Weil die nicht zweimal Miete zahlen. Vielleicht wollten die nicht zweimal Miete zahlen. Das kann natürlich sein, aber das wurde nicht gesagt. Auf jeden Fall musst du halt aus Belfast verlegen. Hast du auch recherchiert? Ja, klar. Alter, krass. Nee, hab ich nicht. Ja. Ich war wieder impressed. Aber warst du gerade echt impressed? Ja, ich war impressed, muss ich sagen. Aber was man wirklich noch sagen kann, ist, sowohl das Set als auch dieses stehen wirklich nebeneinander. Also das ist wie im Original. Da wurde gedreht und da wurde gedreht. Und dann je nachdem, wo die wollten. Aber das ist so geil. Weißt du, okay, wir drehen eine Small Council-Szene. Alles klar. Weißt du, wer hier ist direkt draußen? Das hat die Illusion vom Film oder von der Magie. Lululululu. Tja, was soll man sagen? Heute gibt es so ein World Exclusive Reveal.
der Mountain, wir haben Evidence gefunden, dass Peter der Mountain ist, weil er hat der Schuhgröße 34. Aber gegen den Mountain habe ich schon Seilziehen gemacht. Mit 8 anderen Leuten, wir haben verloren. Wusstet ihr übrigens, Peter heißt Fels. Nicht Mountain? Hast du das recherchiert, Peter? Recherchiert. Okay, wir gehen jetzt gemeinsam in den wahrscheinlich, das weiß ich aber nicht, wahrscheinlich letzten Raum der Ausstellung. Das große Highlight zum Schluss. Gänsehaut ist vorhanden. Okay, die Stimmung dieses Set ist grandios. Ist das Originalset, aber gibt ein paar Abwandlungen dabei. Und zwar der Iron Throne und auch die Szenerie hier ist wirklich eine der Endszenen gewesen. Aber man sieht halt die Begrenzung. Hier ist das Ende schon auf der Seite, als auch da, wo der Drache fliegt. Und da war in Belfast selbst noch nicht Ende. Da ging das Set noch weiter, aber das konnten die halt nicht hier reinbringen. Also haben die das quasi etwas geschrinkt und quasi nach den Wänden abgeschnitten. Aber eigentlich war hier noch dieser Vorplatz, den man aus der Serie kennt, wenn du aus diesem Raum rausgehst. Auf den jeweiligen Seiten war halt auch noch Freifläche mehr dahinter. Hinter, also natürlich standen auch überall Leute rum, haben gearbeitet, Kräne waren da, bla bla bla. Ist halt ein Set, ne? Aber ist dann halt ein bisschen geschwingt worden. Der Rest ist so original. Und jetzt kommt noch inklusive den Platten. Also das ist nicht nachgebaut, das ist transferiert. Also dementsprechend, wir laufen da, wo sie gelaufen sind. Ich find's geil. Und der ist echt. Okay, wir haben gerade nochmal nachgefragt. Es gab insgesamt 3 geschmiedete Throne. Also es gibt mehrere, die aus Plastik und so gebaut worden sind. Zum Beispiel auch ganz am Ende gibt es ja diese Szene, wo der schmilzt. Ja. Das ist fake, ja. Also oder anders gemacht worden. Da gab es auch welche noch, je nachdem wie die Kameraperspektive ist, da waren die ganz klein oder riesengroß. Also auch, es gibt auch eine Variante, die ist riesig groß, aber die ist halt nicht aus Metall. Aus Metall gibt es 3 Stück, 2 in der Größe. Einer steht hier, der andere steht in der Storage Facility und den gleichen noch etwas kleiner für so weit weg Szenen. Und weißt du, wo der ist? Der ist ja auch in der Storage Facility. Oh, in der Storage Facility. Ja, genau. Und das ist der einzige, der noch offen öffentlich zugänglich ist und auch aus, also 3 geschmiedete. Das ist es. Nice. Ja, komm, da kannst du draufsetzen. Perfekt. Good job. You want another one? Yeah. Yeah, one. Another one. Perfect. So. 3, 2, 1. Brilliant job, brother. Alles meins. Meins. Alles meins. Will das haben, 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 will das haben. Hast du Haus Ferrari schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Der geile Hirsch. Ja, sieht halt eins zu eins aus wie die Marke von Ferrari. Nur halt wie die Hirsch. Haus Ferrari. Bitteschön. Wunderschön. Das war mega, mega, mega fett. Also in so einem Set zu stehen und da auch reinzukommen und dann auch noch zu wissen, dass da gedreht worden ist. Ja. Und die Kostüme sind alle da, die auch alle original sind. Also so Gänsehaut kriegt man schon dabei, muss ich sagen. Da ist jemand gestorben und da ist jemand gestorben. Und da ist jemand gestorben und da auch. Also auch zu sehen, wie viel Arbeit da reinfließt in jedes einzelne Stück, Kostüm, das Set, wie viel Tischler und so ein Kram du brauchst. Krass. Wenn ihr Game of Thrones Fans seid und Nordirland besucht, beziehungsweise sogar auch Irland besucht, kann man hier durchaus mal rübergehen. Ja, sollte. Ist ja alles relativ easy zu erreichen. Das ist hier perfekt angebunden und super freundliche Mitarbeiter, muss man sagen. Also die waren alle so nett zu uns. Und ist nicht überlaufen. Nee. Also war ganz entspannt. Zumindest dienstags morgens. Ja.
Also, das war nice. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. War mega fett. Haut rein. Ciao.